Wenn du zum Beispiel mal mit Frauen gemeinsam massierst, das haben wir auch in einem Ausbildungsseminar gemacht, 2 oder 3 Tage ausschließlich mit Frauen, da entsteht ein Wahnsinnsraum der Heilung und des Selbstausdrucks, der Emotionen, weil auf einmal alles hochkommt. Und dann hast du vielleicht eine Yoni-Massage auch mit einer Innenberührung und du merkst, wow, was ist denn das eigentlich für ein Raum, den wir Frauen da haben? Was ist das für ein heiliger Raum? Mir geht das bei jeder Intimmassage mit Frauen so, dass ich also fast ehrfürchtig, ja, diese Erlaubnis, die Frau auf die Art und Weise berühren zu dürfen, das Vertrauen und auch diesen Raum mit ihr gemeinsam zu erforschen, das ist so, also kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich drüber spreche schon, das ist so heilig. Und natürlich zeigen sich Verletzungen und natürlich fließen manchmal Tränen oder in meiner eigenen, ich habe mal Erlebnisse gehabt, da bin ich so wütend geworden, da waren Emotionen gestaut, die wurden aktiviert und ich habe gemerkt, so war Wahnsinn. Ich hatte einen Film im Kopf von Ex-Freunden, Beziehungen, von Dingen, die ich erlebt habe und ich dachte, das ist alles gespeichert in meinem Körper. Ich bin plötzlich in Muster gefallen, ich habe es war super spannend. Und dann, wenn du dann merkst, jemand gibt dir die Erlaubnis in dem Moment, dass das komplett so sein darf, es wird nicht bewertet, sondern der geht mit dir gemeinsam, er bleibt oder sie bleibt an dir dran. Der Raum bleibt geöffnet und vielleicht fragt dich die Masseurin einfach, okay, was brauchst du jetzt? Wie geht's dir damit? Einfach das mal so stehen lassen, mir die Zeit zu geben, das komplett durchzufühlen und dann zu merken, okay, so, jetzt können wir weitermachen, ja. Das ist Wahnsinn, was das für Türen öffnet und was das freisetzt.